Hallo, in diesem kurzen Video möchte ich einen Kaffeecremer mit der Cremesso Compact One zubereiten. Ich habe mich hier entschieden für den Decaffeinato. Das ist die Sorte ohne Koffein. So sieht die Kapsel aus. Die wird einfach hier oben in den Kapselschacht eingelegt, der Verschlusshebel geschlossen. Dann ein passendes Glas hier unter, das passt jetzt gerade so unter. So würden auch höhere Gläser noch unterpassen. Bis zu 14 cm habe ich ausgemessen. Mit diesem Aufsatz tropft es allerdings weniger, deshalb packe ich den mal wieder unter. Jetzt ist die Maschine in einem Ruhemodus, deshalb leuchten diese Tasten hier etwas. Dann einmal kurz drücken, dann ist die Maschine wieder aktiv. Und mit einem weiteren Tastendruck startet dann der Brühvorgang. Standardmäßig werden beim Kaffeecremer 110 ml ausgegeben. Es muss nicht manuell gestoppt werden. Die Maschine stoppt bei der Ausgabe von 110 ml automatisch. Die Kaffeemenge kann aber auch individuell programmiert werden. Wie das funktioniert, steht in der Bedienungsanleitung. Jetzt stoppt die Ausgabe, das heißt 110 ml sind jetzt in der Tasse. Verschlusshebel öffnen. Kaffeekapsel fällt in den Auffangbehälter. Haben wir hier den fertigen Kaffeecremer. Schauen wir uns noch einmal die Kaffeekapsel an. Wurde unten durchstochen und oben auch. Und das war es auch schon. So einfach ist die Kaffeecremer-Zubereitung mit der Cremesso Compact One. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann besucht doch meine Seite www.kapsel-kaffee.net.